Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance, jetzt Version 1.31. Ja, es gab ein Update mit 300 Fixes von verstopften und gestackten Fährten zu leider, glaube ich, nicht Reparatur eines Questes. Obwohl, wir können mal eben kurz schauen. Vielleicht ist ja das Quest nicht die plündernden Command, sondern nimmst den Reichen, gibst den Armen, der Typ, der hängt da immer noch drin. Steht das Pferd im Gestüt, das kann es ja jetzt auch gerade nicht sein. Wir werden heute mal eben in der Folge das, also den Schimmel holen aus U-Schütze und den unserer netten Lady bringen. Auf jeden Fall performance-technisch und all so Geschichten sollen jetzt verbessert worden sein. Man darf gespannt sein, ob das wirklich so ist. Also vom ersten Gefühl her läuft es ganz gut und es sind ein paar Questgebersterne dazugekommen. Also nicht, dass die neu sind, sondern ich denke mal, dass die ein oder andere Information mir noch geben. Wo jetzt zum Beispiel hier auch die Frau hin ist und so weiter und so fort. Und wir sehen übrigens, wie meine Gesundheit regeneriert. Das ist ja meine neue Hauptfähigkeit. Oder war es bei Agilität? Es war auf jeden Fall irgendwo drin. Cola mit Zitrone. Lecker. Hier hatte jemand gesagt, man könnte im Gasthaus fragen, wo denn die Prostituierte hin ist. Das sollten wir mal in Angriff nehmen. Es gibt auch neue Anti-Aliasing-Sachen für den PC und so weiter und so fort. Ist halt schon ganz cool. Guten Tag. Hast du die zerlumpte Hure gesehen, die hier normalerweise steht? Oh. Die ist seit gestern verschwunden. Hab gehört, ihren ehemaligen Gatten hat man tot aufgefunden. Mit abgeschnittenen Eiern. Und seine Frau aufgeknüpft mit ausgekratzten Augen. Das Haus soll ausgeraubt worden sein. Oh, Scheiße. Es soll dort wie in einem Schlachthof aussehen. Keiner kann sagen, ob die alte Hure was damit zu tun hat. Aber ich verwette mein letztes Hemd drauf, dass wir die hier nicht mehr zu Gesicht kriegen. Alter Schwede. Wie steht's? Gibt nichts, womit wir... Da muss ich sagen, ganz schöne Hure. Die Hure. Ach, wir haben mittags. Ach komm, da können wir noch ein bisschen reiten. Also diese Questgebermarker sind fehlerhaft. Die gehören da nicht hin. Feind. Moment mal, warum rennst du weg? Wer bist du? Da stehst du ja, Pferd. Danke. Weiß auch nicht, jetzt taucht er gleich direkt wieder auf, weil ich ein Stück weiter nach Norden laufe. Vielleicht sollten die Questmarker mich daran erinnern, dass da vielleicht irgendeine Quest ist. Es regnet ja immer noch. Ach, und es soll weniger Abstürze geben, angeblich. Und es soll jetzt ein Safe-and-Out-Safe-Gang-Möglichkeit geben. Da habe ich aber noch gar nicht nachgeguckt. Auch wenn diese Zwiebeln in den Augen brennen, sind sie als Genuss nicht zu verkennen. Das reimt sich! So, wir müssen nach C. Und bestimmt ist mit dem Pferd auch irgendwas passiert. Also bis jetzt haben wir ja noch nichts für die Stefanie geholt, was sofort funktioniert hat. Diadem, Klunker geklaut. Wein wurde für einen Bogenschießwettbewerb rausgegeben.
Ah, da ist er. Ich denke mal, das wäre das Pferd, was wir holen sollen. Mal mit dem Stalljungen oder Meister reden, wenn wir ihn finden. Da bist du. Allmächtiger, du stinkst! Allmächtiger, ich stink nicht. Ich suche den hiesigen Stallmeister. Du hast ihn gefunden. Herrin Stephanie von Thalmberg schickt mich. Sie sagt, du hast ihr ein Pferd für sie. Ja, richtig. Kämmerer Dietrich sagte, dass jemand vorbeikommt. Der Hengst ist hier, aber er ist schwierig. Dieses Mistviech lässt sich ohne weiteres einen Sattel auflegen und ist an der Leine lammfromm. Doch sobald du aufsitzt, dreht es völlig durch. Das Pferd soll zur Hochzeit einer Edelfrau vorgeführt werden. Es wäre kaum angebracht, wenn es mitten im Fest seinen Reiter abwirft. Was schlägst du also vor? Frag am besten Willibald. Aus irgendeinem Grund hört der Gaul auf ihn. Dann nimm ihn mit. Dietrich hat alles vorbereitet. Mhm. Vor allem, ich bin ins Spiel gekommen und alle meine Klamotten waren dreckig. Ich glaube, das war nicht der Zustand vom letzten Mal. Grundlagen des Reiten. Ritterzaumzeug. Gibt nichts Teures. Ritterzaumzeug ist das. Ne, es gibt noch das edle Zaumzeug. Silberne Sporen. Tja, das wird teuer. Ach, goldene Sporen gibt's auch noch. Charisma 20. Da werde ich es aber ordentlich feilschen. Reden wir über den Preis. Nun, versuch. Zufrieden? Du besten Knauser! Ja, das... 3700 für... Kram fürs Pferd, ey. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. So, das bringt mir schon mal... ...vier Tempo mehr, die Schlachtrosshufeisen. Ja, und das Ritterzaumzeug... ...verändert effektiv nicht viel. Jetzt gibt es hier übrigens so ein fettes X auch auf Sachen, die vergiftet sind zum Beispiel. Oder beziehungsweise zu alt. Pegasus heißt das Pferd, was ich mitnehmen soll. Na, erst müssen wir mit Willifred oder wie der heißt
Nee, der muss hier draußen sein. Das war der Typ, Willibald. Ja, läuft ja gut mit dir und den Pferden. Bleib auf Abstand. Was denken die Leute, wenn sie mich mit einem Bettler wie dir sehen? Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächstes Mal besser auf. Werde ich. Ich hörte, du kommst gut mit dem Pferd zurecht, das alle anderen abwirft. Ja, so ist es wohl. Und wie machst du das? Wie beruhigst du das Tier? Ich bin gut zu ihm. Ich will den Hengst auch gut behandeln. Aber ich weiß nicht wie, weil ich ihn nicht so gut kenne wie du. Hilfst du mir? Ich sing für ihn. Du singst für ihn? Was denn? Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du, ja wem fragst du? Meiner Liebsten rufe ich dir zu. Das ist, interessant. Ich weiß, das ist komisch, aber er mag es. Hab Dank, Willibald. Ich würde gerne... Willst du mich verab... Vor allem... Die Pferde scheinen ihn ja wirklich zu mögen. So wie sie auf ihm drauf rumstehen. Ich hätte jetzt aber gerne mal die Möglichkeit, hier irgendwo mich zu waschen. Wenigstens so eine Katzenwäsche wäre ganz cool gerade. Alternativ Badehaus, aber die haben kein Badehaus hier in der Ortschaft. In Thalenberg haben die ein Badehaus. Ja, ich komme zurück. Auch Neuerungen. Vielleicht sagen die sofort, du stinkst. Schlitz dich auf, du Lump. Du Hurensohn! Ja. Ja. Daneben. Au. Leck mich doch. Heute nicht, mein Freund. Hast du noch einen Bogenschützen irgendwo im Hintergrund? Wir laufen mal ein bisschen weg. Du dreckiger Hund! Das wird eine Freude! So, tut mir leid. Ah, da kommt der Bogenschütze von ihm. Ist erstmal voll entspannt. Ja, dann kann ich ja ganz entspannt... Ah, mein... Irgendwas tut mir jetzt weh. Ob sie hat ein Schwert für 700 dabei. Oh, und der andere war auch gut ausgestattet. An sich waren das... War der Bandit hier echt zu gut ausgestattet. Guck dir mal rein. Guck dir mal an, was der alles für Kram dabei hatte. Vor allem für was für Preise. Aber dank wundervollen Überfall bestimmt. Ja, ein Tausender ist da drin gewesen.
So, und weiter, mein Freund. Auf nach Thalmberg. Übrigens an der Stelle auch mal Entschuldigung, gestern gab es ja keine neuen Folgen. Ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Ich bin ein bisschen zersumpft in Surviving Mars, weil ich eine Kolonie nebenbei mal angefangen habe, um zu gucken, was ich bei meiner eigentlichen Kolonie verbessern kann. Da habe ich aber ein normales Spiel gemacht, was nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat wie meine aktuelle Runde im Let's Play und hab mal so ein paar Sachen durchgeguckt. Jetzt bin ich auf jeden Fall besser vorbereitet, sag ich mal. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Und was darf's sein? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Natürlich. Aber zuerst das Geld. Ja, zuerst das Geld, gut, wie das so läuft. Bitte hier. Sehr. Bei der Prostitution. Du wirst es nicht bereuen. Fünf Stunden. Herr Heinrich hat ja doch was gelernt. War ist das auch im Patch drin gewesen? Heinrich muss jetzt länger im Badehaus bleiben. Was hat's mit dem Grad meiner Dreckigkeit zu tun? Habe ich schon gesagt, dass der Patch auch veranlasst hat, dass Klamotten, die im Pferd sind, mitgewaschen werden? Im Badehaus? Willkommen, Heinrich. Willkommen. Du bist also das Mädel, mit dem ich jetzt hier war? So, schauen wir uns mal das neue Knackmenü an. Ah, so sieht das jetzt aus. Und so kann man jetzt besser sehen, wie man die Position hält. Übrigens soll das Knacken von einfachen Schlössern jetzt einfacher gehen. Habe ich mich auch ein bisschen erholt dabei? Ja, Energie, Sattheit, alles hoch. Lese mal eben die Grundlagen des Reitens. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ist immer noch so, dass die letzte Stunde länger braucht. Wahrscheinlich arbeiten die irgendwas ab in der Zeit. So, neue Stufe im Reiten gelernt. Schattenspiele. Oh, weiß ich gar nicht. Nee, bin ich noch nicht bei 10. Sachen wie jetzt oh, mein gewöhnliches kurzes Kettenhemd hat so viel Schaden genommen, dass es auch mit einem X markiert ist. So, darf ich das Gebäude verlassen? Ja. Jetzt bin ich sauber, keiner kann mich anmeckern. Und es scheint so, als wenn ich auf der Weltkarte auf dem Pferd schneller reise. Du dreckiger, stinkender Kumane! Ich bin kein Kumane. Willst du mich verarschen? Sieht aus wie einen Hasen. Oh. Was ist los? Oh. Na gut, du gewinnst. Ich gebe auf. Na gut. Ich lass... Oh.
Taschendiebstahl war anscheinend nicht erfolgreich. Also war schon erfolgreich, aber ich konnte jetzt so schnell nichts mitnehmen. Aber warum hat er mich dreckiger Kumane genannt? Ich habe gar nichts Kumanmäßiges angezogen. Oh, das generelle Schnellreisen läuft jetzt schneller. Kann ja auch sein. Was sind Sachen, die hätte es natürlich schon beim Release geben können, wenn man einfach noch ein bisschen sich die Zeit genommen hätte. Obwohl, die haben sich wirklich viel Zeit fürs Spiel genommen. Ich habe gelesen, das Spiel hätte 32 Millionen in Entwicklung gekostet. Das ist für, sag ich mal, so einen speziellen Titel schon viel. Ein AAA-Titel verschlingt mehr. Und trotzdem ist der Titel für das Geld... Ich wollte eigentlich mal gucken, was Fallout 4 gekostet hat in der Entwicklung. Um so ein, sag ich mal, Rollenspiel-Blockbuster, wie man ihn nennt, als Gegengewicht mal zu sehen. Obwohl, das kann man alles nicht vergleichen. Aber es hat auch was mit Strukturen zu tun, ne? Du bezahlst ja auch eine ganze Menge für manche Sachen. Vor allem, wenn man sagt, dass viel Marketing drin ist. Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zu weilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Ein weißes Pferd hat auch sehr viel Stil. Vor allem bin ich ein Stück in die falsche Richtung geritten. Aber dann haben wir alle Sachen beisammen und dann wäre die Hochzeit von der Freundin. Schon wieder ein Überfall. Keine Zeit für einen Überfall. Wir reiten jetzt einfach manuell nach Thallenberg runter. Ist ja schon da vorne in Sicht. Ich habe gar nicht geschaut, ob meine Grafik-Settings durch den Patch verändert wurden. Aber es sollte von den Einstellungen immer noch dasselbe sein. Dann übergeben wir den Schimmel der Stallmeisterin, den Stallmeister. Immer beides sagen, um die Gleichberechtigung voranzutreiben. Ingemann hat mal gepostet, ich habe auch ein schlechtes Schwert. Dabei ist das Schwert richtig teuer. So, das haben wir geschafft. Dir nichts zu suchen. Verschwinde. Das weiß ich. Ich will ja gerade woanders hin. Was ist denn? Aber ich laufe falsch. Deswegen sind wir einmal um das Gebäude gelaufen. Durch den Patch wird man auch weniger durchsucht. Also seltener. Stand drin. Aber ich weiß nicht, ob ich deshalb jetzt die Sachen hier ausräumen sollte.
Nur wenn wirklich was drin ist, wo ich sage, boah, holla die Waldfee. Das ist aber mal was richtig, richtig Gutes. Oh, ein sehr schweres Schloss. Da habe ich bestimmt früher gesagt, wir sehen uns wieder. Scheiße. Aber es ist auch nichts viel Besseres drin als oben in den Kisten. Hey, wer ist da? Hi, grüß dich. Hey, du, was wird das hier? Was etwas besser? Willkommen, Heinrich. Willkommen, Typ. Bist du taub? Ich bin schon raus, hallo. Dabei sollte das Abbrechen von den Dietrichen gar nicht mehr so viel, also nicht so laute Geräusche erzeugen. Herrin Stefanie, seid ihr hier? Willkommen, Heinrich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid, Herrin Stefanie. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Ich benötige nichts. Wie gefiel dir das Rennen, werte Frau? Ich wusste ja nicht, dass du so talentiert bist. Dein Mädchen muss eine glückliche Frau sein. Ich, werte Frau, also... Komm bei Gelegenheit zu mir, Heinrich. Wir sollten uns einmal richtig unterhalten. Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Ich habe das Pferd, Herrin. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Kaum. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar! Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Naja... Ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldavid. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem,
Wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert, damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge, ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Okay. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und dich zu mir geschickt. Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herrin. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Abiju! Was? Ob am Ende der Mann noch reinkommt? Ob sie ein Kind kriegt? Und plötzlich bin ich ganz alleine. Oh, meine Herrin. Dieses Schloss ist zu kompliziert, aber ich habe da schon sehr schwere Schlösser geöffnet. Und habe ich das Hemd jetzt immer noch an? Hemd von Herrin Stephanie. Charisma 18. Erstmal dem Mann sagen, dass seine Frau ihn betrügt. Ach nee, so gemein bin ich dann auch nicht. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Alles cool, Entschuldigung. Hattet ihr einen Schmied hier? Natürlich nicht. Der Kampfplatz wird mir auch nicht helfen. Und ja, der Jäger ist auch irgendein Questgeber gewesen, mit dem ich jetzt gerade aber nichts anfangen kann. Wir können jetzt mal den rastlosen, ruhelosen Geist... vertreiben. Beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüle, euer Imperator.